Weil die kosten 1,55. Das heißt, wenn sie zwei hingibt, kriegen wir vielleicht 10 Cent zurück. Zeigst du es dem Mann denn, ja? Okay. Machst du wirklich? Gibst du die Briefmarken hin und sagst, bitteschön. Und wenn man fragt, was soll das? Und sagst du, ja, das sind hier, kriegt 10 Cent zurück, Kollege. Okay? Ein Video von uns. Heute wieder mit mir und mit Sarah. Aber sie möchte heute nicht gezeigt werden. Wir fahren jetzt los, ein Auto angucken. Da wir hier auf dem Dorf zwei Autos brauchen, müssen wir uns leider noch eins besorgen. Ist natürlich jetzt doof, passt nicht gerade so ins Budget. Aber der hier muss unbedingt immer in die Werkstatt und deswegen brauchen wir ein zweites Auto, damit wir von A nach B kommen, von B nach C und so weiter und so fort. Jetzt habe ich bei Kleinanzeigen einen kleinen roten Flitzer gefunden. Der ist auch nicht so teuer. Hat aber noch genug TÜV. Da haben wir noch 2 Jahre unsere Ruhe. Und ja, da fahre ich und Sarah jetzt hin. Ist zum Glück auch nur eine Stunde, also nur ist gut, eine Stunde Fahrt. Und dann schauen wir uns den mal an. Ich denke, ich werde auch eine Runde mal Probe fahren, wenn es geht. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und dann mal schauen, dann zeige ich euch den nachher mal. Bis später. Huhu. Ja, warte, messen wir das mal hier ab. Ja, wir stehen jetzt hier. Überraschungseffekt war jetzt mal glatt da. Um weiterzufahren auf dieser Straße, müssen wir mit einer Fähre fahren. Cool. Ja, hatte mich schon gewundert, was dieses Fernzeichen da auf meiner Google Maps-Dingens zeigt. Vera! Ja? Ruf mal! Komm zurück! Warum? Ruf mal! Komm zurück, wir wollen auch mit. Nun los. Nein. Schrei jetzt, los, wir brauchen die Fähre, Mensch. Guck mal, wie langsam die fährt. Ihr kannst ja beschriften unterwegs. Los, ruf jetzt. Ja, also die fährt ziemlich langsam. So, das heißt ein Zwangsstopp. Dann kann ich euch was erzählen. Also, wie gesagt, wir gucken uns jetzt einen kleinen Flitzer an. Das ist natürlich Veros Lieblingsfarbe, Rot. Ne, Vero kann ja Rot eigentlich überhaupt nicht leihen. Aber das passt halt. Er ist halt günstig. Und wir hoffen auch, dass er dann nicht... In der, was? Ist das hier ein PKW? Nee, wir haben LKW. 40 Tonner. Also ein PKW. Ja, 40 Tonner. Musst du gucken, ob der überhaupt 40 Tonner mitnimmt. Warte. Oh, jetzt zählt die Sitze. Ja, plus 8 Tonnen dann, genau. Ja, ist das ein PKW, sagt sie. Naja, gut. Lassen wir das mal da an. Nee, und das ist halt ein roter und sie mag eigentlich gar nicht rot, aber da muss sie jetzt durch. Weil, wie gesagt, der ist schön günstig und er hat noch TÜV und alles. Ich werde mir jetzt mal angucken, reinsetzen, ob alles funktionstüchtig ist. Wir haben schon mit meinem Schwiegervater gequatscht, also Virus Papa, der hat gesagt, Flo, Mensch, kenn dich ja, mach alles, mach Fenster runter, mach Musik leise und hör dir alles in Ruhe an, damit du nichts falsch machst. Aber ich, ja. Ich glaub ungefähr 5 Euro. Du, wie, na da stehen noch Preise dran. Ja, aber das sind so verschiedene Sachen, ich habe keine Ahnung davon. Okay, ich geh mal gucken, alles klar. Gut, ich melde mich dann nachher nochmal, um euch dann weiter zu sagen, was da abgeht. So, ich war jetzt mal gucken. Eine Fahrt, Personen ab 7 Euro kosten 1,50. Ich habe ja gesagt, wenn der Mann ans Fenster kommt, soll sie bitte mit diesen Briefmarken bezahlen. Geh mal her. Weil die kosten 1,55. Das heißt, wenn sie zwei hingibt, kriegen wir vielleicht 10 Cent zurück. Zeigst du es dem Mann denn, ja? Okay. Machst du wirklich? Gibst du die Briefmarken hin und sagst, bitteschön. Wenn er fragt, was soll das? Und sagst du, ja, das sind hier, kriegt 10 Cent zurück, Kollege. Okay? Er schmeißt uns bestimmt von der Fähre wieder runter dann. Aber mal schauen. Du musst es dann die Kamera so anlassen, aber nach unten filmen, damit der Sound drauf. Und dann machst du dir eins, gibst du die Briefmarke. Denk dran, das sind 3 Briefe. Du musst eine abmachen und sagen, du kriegst noch 10 Cent wieder. Wir wollen hier nicht beschissen werden, ja? Also das geht gar nicht. Sagst du, hier fahren wir gar nicht mehr mit der Fähre. Das geht nicht. Sagst du, wir müssen eigentlich noch zurück, aber so kommen wir gar nicht mehr, würde ich sagen. Machen wir einen Umweg.
So, die Fähre kommt. Dann probieren wir unser Glück. So. Hallo? Ja, da ist er. So, Briefmarken wollte er nicht. War auch eigentlich viel teurer. Hat 5,50 Euro gekostet für uns beide. Ist schon teuer, ey. Ich meine, wir fahren jetzt hier 30 Sekunden über das Wasser und dann nehmen wir 5,50 Euro. Ey, wenn wir aussteigen, machen wir einen Plattenreifen, ey. Ich schwöre. Ja, ist voll teuer. Ich habe kein Geld mehr für die Zurückfahrt. Na toll. Super. Ach, wir fahren noch nicht mal. Fahren wir schon? Ja. Bewegen wir uns? Ja. Sicher? Ja. Oh Gott. Hier, schaut mal. Total cool. Da ist das Ufer. Ist das so? Das ist ja gar nicht. Das ist also hier. Also von da sind wir los. Tja, dafür nimmt er 5,50 Euro. Hm, naja. So, wir waren jetzt da, wir haben uns alles angeguckt. Das ist auch so ein Kfz-Fuzzi, der baut auch an Autos und alles, der macht auch mal alles selbst. Ist ja natürlich dann schwer, einen auf cool zu tun und auf Ahnung zu tun, wenn jemand mehr Ahnung hat als du. Dann klappt das meistens nicht so. Aber ich glaube, war ganz gut. Hat, glaube ich, gut geklappt. Wir sind dann nochmal eine Runde Probe gefahren, ich und Sera. Und im Endeffekt, so passt alles eigentlich. Er war eigentlich ganz okay. Das ist halt jetzt nichts für mich, ne? Ich bin halt ein großer Mensch. Auto ist ein bisschen klein. Und schnell ist halt auch nicht. Ist aber auch wurscht, dass er nur seinen Zweck erfüllt, dass wir die Kinder zur Schule fahren können und wieder abholen können. Und ich mal was machen kann und Vero, dass wir synchron was machen können, ohne dass immer jemand aufs Auto warten muss. Und ja, zeigen tue ich ihn euch noch nicht. Den zeigen wir euch dann in einem Video, wenn wir ihn abholen. Der Typ macht jetzt gerade den Kaufvertrag fertig. Ich werde ihm jetzt, sag ich mal, die Hälfte anzahlen. Kriegt dann die Papiere mit. Und am Dienstag haben wir einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle. Da melden wir unser Auto um und melden das Auto dann an. Und dann hole ich es den Dienstag dann direkt ab oder Mittwoch. Müssen wir mal gucken, wie wir Zeit finden. Und dann zeige ich den Rest. Und dann können wir das Auto mitnehmen, angemeldet und dann haben wir ein Zweitauto. Schneller als gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und zum Preis, wir sind auf jeden Fall unter 1000 Euro. Das ist schon mal gut. Ne? Das war uns wichtig, weil wir wollten jetzt nicht so viel Geld ausgeben, weil wächst ja nicht auf die Bäume das Geld. Ne? Und ja, jetzt müssen wir gleich wieder zurück. Jetzt warten wir noch. Jetzt unterschreibe ich das, denke ich mal, noch, mache das fertig und dann müssen wir wieder zurück zu unserem netten Fährmann. Und dann hören wir uns gleich nochmal. Ich hab Schlüssel. So, ich habe jetzt Kaufvertrag fertig gemacht mit ihm. Ich habe jetzt eine Anzahlung gemacht. Wir haben jetzt alles unterschrieben. Ich habe alle Papiere habe ich bei für die Ummeldung. Das heißt, wir können Dienstag alles anmelden, ummelden, wie auch immer. Und dann können wir ihn Dienstag abholen und dann haben wir zwei Autos. Yay! So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Achso, nee, wir müssen einkaufen gehen. Ja, super. Also, wir fahren jetzt los zum Einkaufen. Erst fahren wir zum netten Fährmann. Achso, jetzt habe ich gar kein Geld für den Fährmann, nicht so? Verflucht. Da müssen wir mal schauen. Und dann melde ich mich dann, wenn ich wieder zu Hause bin. So, ich habe es endlich geschafft. Ich und Sera waren jetzt noch einkaufen. Also, so einen gefüllten Großeinkauf. War das, haben wir jetzt auch noch schnell erledigt. Und jetzt sind wir endlich zu Hause angekommen. Der Einkauf ist jetzt schon drin. Jetzt werde ich gleich noch mit Vero quatschen. Ich werde auch alles erklären, wie alles war mit dem Auto und so. Und eins lustig muss ich noch erzählen, da waren wir einkaufen und Sera kommt jetzt zu mir und sagt, Flo, guck mal da, komm mal schnell, guck mal da, da ist ein Nazi. Ich sag, was? Ja, ja, komm mal mit. Dann geh ich gucken, kommt dann ein Mann von der Bundeswehr, Bundeswehrklamotten an. Und ich sag, wo denn? Na der da, guck mal, mit dem Anzug. Ich sag, Sera, der gehört zur Bundeswehr. Und sie, ja und? Ich sag, ja, der ist kein Nazi, der ist bei der Bundeswehr. Ich sag, was denkst du denn, wie ein Nazi aussieht, Mensch? Ja, muss ich ein bisschen lachen, fand ich, musste sie selber lachen, hat sie wahrscheinlich selber gemerkt, dass es ein bisschen doof war, was sie da erzählt hat, aber ist gut, ja, ist halt, Kinder halt, ne? So, ich werde jetzt reingehen, Leute, ich denke, das war's dann jetzt auch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wie gesagt, das neue Auto zeigen wir euch dann, wenn wir es abholen. Und ja, dann, seid gespannt auf das Video, wenn wir das Auto holen. Huch, wieder gerutscht. Hoppala. Und dann könnt ihr ja schon mal grübeln. Ich beende jetzt das Video. Schön, dass ihr mitgeguckt habt oder dass ihr dabei wart, wie auch immer das man sagt. Abonnieren und so ein Käse kennt ihr ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video und ich sage tschüss. Tschüss.